Lektion 237. Jetzt möchte ich sein, wie Gott mich schuf. Heute will ich die Wahrheit über mich akzeptieren. Ich will mich in Herrlichkeit erheben und das Licht in mir den ganzen Tag hindurch auf die Welt leuchten lassen. Ich bringe der Welt die Kunde der Erlösung, die ich höre, wenn Gott, mein Vater, zu mir spricht. Und ich erblicke jene Welt, die Christus mich erblicken lassen möchte, dessen bewusst, dass sie den bitteren Traum vom Tod beendet, bewusst, dass es der Ruf meines Vaters an mich ist. Christus ist heute meine Augen und er ist die Ohren, die heute Gottes Stimme lauschen. Vater, ich komme zu dir durch ihn, der dein Sohn ist und auch mein wahres Selbst. Amen. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und es ist das größte Geschenk, das du der Welt geben kannst, deine Freude, dein Glücklichsein, dein Ausdruck von Liebe für alle Dinge, einschließlich dir selbst. Wenn du die Straße entlang gehst mit erhobenem Haupt und Freude strahlt von dir aus, dann wird jeder einzelne Mensch, den du triffst, und viele, die du nicht triffst, von deiner Energie profitieren. Wenn du zu jemandem gehst, der sich traurig fühlt, und du lächelst ihn an, und du drückst vertrauensvoll die Liebe aus, mit der du dich ausgerichtet hast. Du hast es gewählt, du hast deinen freien Willen genutzt, ein Lichtstrahl der Liebe zu sein. Dann wird derjenige das fühlen und es wird eine Auswirkung auf ihn haben. Wenn du im Supermarkt bist, in der Reihe und du triffst dort den Mitarbeiter, und er packt deine Taschen ein und du sagst zu ihm, hallo, wie geht es dir heute? Und er schaut dich an und er sieht ein Gesicht, das Fürsorge und Mitgefühl ausstrahlt. Dann wird er das fühlen. Nicht nur als eine Erinnerung eines Wesens, das ihn anschaut und ihn sieht, sondern er wird es im wörtlichen Sinne in seinem ganzen Körper als eine Erhöhung, ein Abheben fühlen, eine Anhebung. Also werde heute der, dem du begegnen möchtest. Und sei das Wesen, das du weißt, das in dir wohnt. Ihr alle wisst das. Ihr wisst, wenn ihr euch schlecht fühlt, dass ihr dann vom Weg abgekommen seid. Ihr wisst es, wenn ihr depressiv seid. Ihr wisst es, wenn es schwierig ist, mit euch zusammen zu sein, und ihr wisst es, wenn ihr euch beschwert über Dinge und ihr zieht alle runter um euch herum. Werdet das Licht, das ihr zu sein bestimmt seid und aus dem ihr erschaffen wurdet, und gib dieses Geschenk deiner Familie, deinen Freunden und der Welt. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Seid das Licht der Welt. Ich werde morgen wieder zu euch sprechen.